Nachdem sich mein Jagdfreund Attila letztes Jahr seine Gams wirklich hart erarbeiten musste und wir 2 Tage intensiv unterwegs waren, um ein passendes Stück zu finden, sind wir dieses Jahr nun wieder zurück und werden gemeinsam auf Murmeltiere jagen. Aber zunächst genießen wir erstmal den tollen Ausblick und schauen, was das Gebirge alles zu bieten hat. Die Vorfreude ist schon groß, denn im November werden wir nochmal zur Gamsbrunft zurückkommen und hoffentlich eine tolle Jagd auf unsere erste Wintergams haben. Nachdem ich ein bisschen bei DD Optics eingekauft habe, war die Firma so freundlich und hat mir 2 Ferngläser zur Verfügung gestellt. Einmal ein 8x42 SGH mit ein bisschen stärkeren Dämmerungsleistung und dazu habe ich noch ein SGH 10x42 mit ein bisschen stärkeren Vergrößerung gekriegt. Das bietet den Vorteil im Gebirge, dass man ein bisschen besser ansprechen kann. Ich werde das Ganze mal ausprobieren und werde euch dann, kurz bevor ich es zurückschicken muss, ein kleines Review zu den Produkten geben. Was jetzt schon mal auf jeden Fall toll ist, die Teile sind wirklich klein und leicht und bieten für mein Empfinden ein wirklich super Bild. Aber jetzt geht's erstmal auf zur Jagd. Natürlich geht's auch hier wieder früh los und wir müssen in luftige Höhen, zum Großteil weit oberhalb der Baumgrenze. Die Aussicht da oben ist natürlich phänomenal und ich bin ein ums andere Mal beeindruckt, was es hier für schöne, ruhige und wirklich imposante Flecken gibt. Und sogar unweit der Straßen hat man hier schon den ein oder anderen Anblick. Es hat dann auch nicht wirklich lang gedauert und schon haben wir das erste passende Murmeltier ausgemacht. Es dauerte allerdings eine gefühlte Ewigkeit, bis das zweite Murmeltier sich aus dem Staub machte und wir endlich ein freies Schussfeld hatten. Weidmannsheil, Attila, zu deinem ersten Murmeltier. Die Reise ging dann weiter, wir machten uns auf die Suche, ob wir noch ein besonderes Murmeltier für mich finden. Immer wieder hatten wir tollen Anblick, doch es sollte eine ganze Weile dauern, bis wir schließlich. Ja Leute, war eine wunderschöne Reise, wunderschönes Jagderlebnis mal wieder. Bleibt am Ball, demnächst geht's wieder weiter. Bis dahin, Servus und Weidmannsheil!